Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy VI. Dann machen wir gleich mal los. Heute geht's über das Bestienfeld zurück nach Narchen. Und da werden wir auch das Szenario von Sabine abschließen. Und Shadow wird uns auch gleich verlassen. Eigentlich können wir uns jetzt schon verlassen. Also nach jedem Kampf besteht da eine Chance dazu. Aber wenn wir bis hierher kommen, dann sagt er, ja, mach's gut. Ja, und dann kommt dann auch gleich ein neuer Charakter. Und da kommt noch ein bisschen Story dazu. Das also sind die Barenfälle. Südlich davon liegt das Bestienfeld, ein Ort voller dunkler Geschöpfe. Ein Zurück gibt es nicht. Wir liefen direkt in die Arme des Imperiums. Gelänge es uns, das Bestienfeld gen Osten zu durchqueren, kämen wir vielleicht nach Moblitz. Ich denke, meine Pflicht wäre damit erfüllt. Shadow, ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Es war mir eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen, auf dass wir uns bald wiedersehen. Nur noch springen. Keine Frage. Bin doch nicht lebensmüde. Also ich glaube, Sabine ist nicht lebensmüde. Ist lebensmüde, so rum. So wie Raffi. Das wird jetzt noch ein wenig dauern. Da kommen hier immer wieder die Gegner und am Ende kommt dann noch so ein kleiner Zwischenbosskampf. Das ist aber nicht so spektakulär. Eigentlich hatte ich mir vom Phantomzug auch mehr erhofft, aber der war ziemlich schnell. Der hat nur einmal angegriffen. Wirklich. Weil der wirklich mehr machen kann. Naja, wir haben noch keine Flächenangriffe, weil sonst würde das ja ein wenig schneller gehen. Sion bekommt bei seiner vierten Kenjutsu-Form Wirbel viermal Angriff gegen einen Gegner. Muss sich natürlich ein wenig aufladen. Und Sabine würde dann Phönix-Tanz auch irgendwann bekommen. Ja, das ist der Zwischenendboss-Gegner. Phönix-Tanz macht dann hier so Feuerschaden gegen alle Gegner. Und ihr seht ja schon, dass dieser das ein bisschen mehr aushält. Und der macht auch wirklich mehr Schaden als der Phantomzug. Okay. Ohne Endboss-Gegner-Musik. Aber mit Endboss-Gegner, ja, wie nennt man das? Endschnell-Besieg-Animation, keine Ahnung. Allheilmittel erhalten. Position erhalten. Ja, das ist Gau. Ein Junge, eher Tier als Menschenkind, doch funkelt warmes Licht auf dem Grund seiner wilden Augen. Ja, also, wie schon gesagt, heißt der Junge hier Gau.
eigentlich ist das eine Abkürzung für größter anzunehmender Unfall. Aber ich, da kommt noch etwas Schlimmeres in der Welt von Final Fantasy VI. Aber es ist schon traurig, seine Geschichte. Und ja, später dann wird es dann noch ein bisschen mehr über seine Vergangenheit geben. Zwei Folgen vorher habe ich ja schon angekündigt, dass dieser alte Opa dort, ganz am Anfang von Sabines Szenario, dass der Vater des Jungen hier ist. Aber ja, mehr würde ich dann nicht jetzt verraten wollen, was da jetzt passiert ist und so. Machen wir ja erstmal weiter. Na, Kleiner. Ja. Gao ist auch auf dem Bestienfeld hier aufgewachsen. Und das Bestienfeld ist ein Fell, also da bekommen immer die Gegner, die man schon besiegt hat. Man bekommt hier auch keine Erfahrungspunkte. Und das ist deswegen so gemacht worden, weil der Gao, der kann hier die Fähigkeiten von Monstern übernehmen, indem man jetzt, wir müssen jetzt erstmal nach Moblitz und Dürrfleisch kaufen, weil sonst können wir hier nicht weiter ihn dazu überreden, zu uns zu kommen. Deswegen müssen wir ihn jetzt erstmal verscheuchen, was ich eigentlich das schade finde. Ja. Und dann können wir ihn halt überreden, in unsere Party zu kommen. Und seine Fähigkeit ist halt, die Monster anzuspringen. Wenn er das tut, ist er erstmal nicht mehr in unserer Truppe. Aber nach einigen Kämpfen kommt es zurück, so wie wir es gerade gesehen haben. Und dann schließt er sich automatisch der Gruppe wieder an und hat alle Fähigkeiten der Monster, in denen er reingesprungen ist. Und von denen, bei der er wiederkam, hat er drauf, beziehungsweise teilweise Fähigkeiten. Ja, da wird das dann im Kampf so abläufen, dass man ein Monster wählt und den ganzen Kampf über wird er dann die Aktion machen, die eigentlich das Vieh auch macht. Na gut. Eisenhelm. Also Kuro. Ja. 18.800. Das ist nicht so viel. Shit. Ach, ich bringe mal 4 Reichen auf. Ich kaufe hier eigentlich jetzt nicht ein. Obwohl, naja, Chemiefäustling hat er jetzt in ein anderes ausgerüstet. Glaube ich mal. Weil sonst könnte ich es den Sianen geben. Hier in Moblitz gibt es keine Items irgendwo versteckt. Ich glaube noch nicht, oder? Außer ein Elixier vielleicht. So, eine Herberge, da wollen wir gar nicht. Man kann hier auch kostenlos in einem anderen Haus schlafen. Nämlich ganz hinten. Ja, der sagt was Interessantes. Als ich gestern auf die Jagd ging, hatte ich das Gefühl, in einer Monsterherde ein Kind zu sehen, das der komische Pilzpfanne lag, die ich zuvor gegessen hatte. Als ich neulich auf der Jagd Monster mit Pökelfleisch anlockte, schnappte sich ein kleiner Bengel das Stück. Ja, und genau deswegen kaufen wir uns ein bisschen Pökelfleisch. Keine Ahnung, eigentlich brauchen wir nur ein Stück. Macht aber 150 LP, also bekommt ihr 150 LP. Hier gibt es dann auch noch eine Nebenquest. Ein junger Soldat ist hier verwundet worden, weil er
dem Imperium, also er war ein imperialer Soldat, und er hat den beim Angriff von Bogdoma verbieten, mitzumachen, und die Häscher schlugen ihn in, ja, zu einem Krüppel, und der ist jetzt hier. Und wenn wir ganz lange um ihn kümmern, also das dauert ganz lange, ne, dann bekommen wir was Hübsches von ihm. Ist euch der Schlangengraben bekannt? Eine Meeresströmung, die sich tief auf dem Grund des Ozeans schlängelt. Geografie war. Also, so geht's dann weiter. Über den Schlangengraben kommen wir dann nach Nikea und von Nikea aus endlich mal nach Narche. Nachdem wir die halbe Welt bereist haben. Orientierung war wohl Sabine noch nie Sabines Stärke. Naja, dafür hat er mehr Muskeln als Hirn. Genau. Das ist eine Kehr. Und da wollen wir dann hin. Diese Strömung führt Mutikunde Seereisende bis in den Hafen von Nikea. Doch der Taucherhelm, den es einst in Möblitz gab, ist unauffindbar. Und dieser Soldat, den findet man dann hier. Meine Einheit kommt aus Maranda. Ich musste den imperialen Truppen beitreten, nachdem Maranda von diesen besetzt wurde. Ja, und seine Frau ist auch in Maranda. Und ja, das ist dann die Geschichte, dass wir dann Briefe hin und her schicken müssen. Doch wollte ich nicht gegen unsere Freunde aus Doma kämpfen. So bin ich mitten im Krieg einfach desertiert. Die imperialen Häscher jedoch hatten mich schnell eingeholt und schlugen mich zu einem Krüppel. Ich kann mich kaum noch bewegen, geschweige denn laufen. Meine geliebte Lola werde ich wohl nie wiedersehen. Auf dem Tisch dort liegt ein Brief. Könnt ihr ihn mir vielleicht reichen? Mein Liebster, wie geht es dir? Sind deine Wunden verheilt? Wie gerne eilte ich in diesem Moment an deine Seite. Maranda ist weiterhin von den imperialen Truppen besetzt und täglich werden es mehr. Doch davon abgesehen, verleben wir friedliche Tage ohne Leid. Der Frühling naht und schon bald wird der Garten eine einzige Blütenpracht sein. Mein Herz ist voll Sorge um dich, mein Liebster. Du musst jetzt ruhen und deine Verletzungen auskurieren. An nichts anderes als dich denke ich Tag ein, Tag aus, mögen die Götter meine Gebete erhören und uns ein baldiges Wiedersehen bescheren. In Liebe, deine Lore. Wie gern würde ich ihr anfangen, doch die Wunde an meinem Arm klafft täglich tiefer. Nicht einmal eine Feder kann ich führen. Ja, und dann schicken wir halt für ihn die Post ab. Kostet nur 500 Gil, aber das Item ist es wirklich wert. Das kann man dann im Kolosseum, das irgendwann später kommt, gegen ein noch besseres Item eintauschen. Die einzige Verbindung zwischen Möbius und Rasenwald sind die Brieftauben. Genau, deswegen rennt er hier rum und sagt uns, hier rein müssen wir. Wie nobel, anstelle des verwundeten Soldaten wollt ihr einen Brief nach Maranda senden? Für 500 Gil, inklusive Brieftauben-Express. Zuschlag flattert die Sendung nach Lolas Hände. Na? Und hier gibt's dann ein Elixier. Das einzige Item, was es hier eigentlich überhaupt in solchen Gefäßen gibt. Also Urnen, Truhen, Kuchen. Was kommt das hier? Ja, die Mundsäule Berg im Süden dieses Kontinents. Ja, Kontinent. Das ist noch nicht mal ein Land. Das ist eine Insel. Müsste ja ewig laufen, wenn das ein Kontinent wäre. Ja, aber auf jeden Fall müssen wir dann dorthin. Dann geht's weiter. Hier kann man sich dann ausruhen, kostenlos. Hier kann man auch noch ein paar Accessoires kaufen. Aber ich glaube, ja, nichts Interessantes ist gerade dabei. Hier hinten sind zwei Verliebte, die werden dann später. Ich will euch nicht zu sehr spoilern, aber die werden dann hier ja eine gewisse Rolle haben. Eine wichtige Rolle.
Aber ja. Vielleicht müsst ihr es einfach machen. Aber warum der Typ jetzt immer hier reingeht, eigentlich, das weiß ich jetzt nicht. Ach so, ich muss hier übernachten. Dann geht's wohl weiter in der Story mit dem Mann, denke ich mal. Da kann ich mal versuchen. Weil die Herberge ist auch so ein Ort. Da muss man, wenn man eine Übernachtung macht, da kommt zum Beispiel, wenn man mit Shadow in eine Herberge geht, dann kommt seine Story vom Vorschein. Die Hauptstory geht auch weiter. Einmal, wenn man in die einmal schlafen in die Herberge geht. Dann, ach ja. Und dann zweites Mal auch noch. Also nicht einmal, zweimal. Ja, hat also einen großen Stellenwert in dem Spiel, hier in den Herbergen zu schlafen. Aber ich glaube, es spielt auch eine Rolle, wie sehr wir hier in der Story vorangeschritten sind. Hat, glaube ich, einen höheren Stellenwert als die Herberge hier. Na, wir können ja trotzdem mal schauen, ob jetzt ein neuer Brief da ist und ob wir einen neuen zurücksenden können. Ist ja wirklich wahr. Okay, das wird dann auch geklärt, warum der Typ immer hin und her läuft. Die Schallplatte, die du immer so gerne gehört hast, kann ich nicht finden. Der Klang sollte mich dir etwas näher bringen. Ich bin mal gespannt, ich glaube, das geht 2-3 Mal so. Also zwei Briefe, also entweder war es das jetzt schon. Aber wir werden auf jeden Fall das so lange noch probieren, bis kein Brief mehr kommt. Wie gesagt, das Item, das muss man einfach haben. Das ist halt sehr wichtig hier. Nun machen wir noch eine Nacht. Ich bin nämlich immer oben, bin ich immer hingegangen, um mich auszuruhen. Weil man trainiert ja auch mit Gau hier, um ein paar Monster ranzubeschaffen. Aber ja. Deswegen bin ich nicht zur Herberge gegangen, um 100 Gil auszugeben. Und neuer Brief. Jawohl. Mutter geht es seit kurzem sehr schlecht, doch uns ist nicht ein. Doch uns ist nicht einmal das Geld für Medizin geblieben. Ach, hätten wir doch nur ein paar Potions. Ja, es dauert jetzt ein wenig, aber... Ja... Das müssen wir halt in Kauf nehmen, das gehört auch zur Geschichte dazu, die ganzen Nebenquests. Noch ein Brief. Naja gut, vielleicht kann man das sogar jetzt sofort beenden, wenn man, obwohl ich bin mir da ziemlich sicher, dass es nicht so ist, dass das auch was mit der Story zusammenhängt. Doch deine Antwort bleibt aus. Voll Sorge bin ich.
Dann schnell ins Bett gerannt. Aber sonst bewegst du dich nicht so schnell fort, lieber Sabine. Faule Sau. Ich hab halt keine Laufstiefel, sonst würde das hier halt schneller gehen. Ihr habt noch Edgar an. Und Edgar ist ja. Kann ich die nicht ablegen. Der ist ja. Naja, schon in Nasche. In einem anderen Szenario. Noch ein Brief. Sie sind ziemlich viele Briefe. Keine Ahnung, 10 Stück oder so, geschätzt jetzt. Das Buch, von dem du in deinem letzten Brief so schwärmtest, wie gerne lese ich es selbst. Gut. Ich frage mich, wie viel Geld ich dann noch habe. Gold sind jetzt auch nicht so wenig, kommt drauf an, wie viel man hat. Später dann hat man Millionen von Gold und man weiß nicht, was man damit machen soll. Weil die Waffen, die man in Dungeons erhält, die sind eh besser als die, die man sich kaufen kann. Vor allem diese Spezialschwerter und Schilder, die es nur einmal gibt. Also das verflucht, zum Beispiel das verfluchte Schild. Das Blutschild nennt sich das. Das ist, das beseelt seinen Träger mit Statusbeschwerden. Und ja, ist halt ziemlich schlecht. Aber nach, ich weiß nicht, 100 Kämpfen oder noch mehr. Ach, diesmal ist kein Brief da. Das heißt, wir müssen in der Story weitermachen, um noch mehr Briefe zu bekommen. Ah, es ist. Oh, wir haben das Ding schon. Oh. Also, ging jetzt schneller als gedacht. Naja, gut. Dann kann ich euch das Item gleich zeigen. Die Katzenglocke. Regeneriert die TP je Schritt. Und wie gesagt, im Kolosseum, das dann irgendwann später mal kommt. Kann man das verwetten und wenn man gewinnt, bekommt man ein Doppler-Ei. Das Doppler-Ei verdoppelt die erhaltenen Erfahrungen. Und das Gute ist, ein Doppler-Ei kann man auch inzwischen ein Dungeon holen. Das heißt, man kann zwei Doppler-Eis haben. Ach, der ist noch gar nicht. Ich dachte, ein Angriff würde reichen. Genau, und das ist. Jetzt gehen wir hier zu Items. Zu. Wo auch immer das ist. Dieses Pickelfleisch. Gehen zu Gau. Und genießen die Vorstellung. Was will der denn? Ein komisches Kerlchen seid ihr. Meine Wenigkeit, Sian. Dieser dort, Sabine. Ihr verstehen? Sabine und Sian. Will mehr, Mampf. Hat sich ausgefuttert, Kleiner. Dann Neues suchen gehen. Ach, gibt schon Ruhe, Zwerg. Du sicher Angst. Willst du Ärger? Du schlapp wie Hase. Was bildest du dir ein? Bist ein zähes Bürschen. Du krass. Haha, reingefallt. Nicht noch so einer und ich vergesse mich. Allmächtige steht mir bei. Ihr benehmt euch wie ein Kind, werter Sabine. Und ihr, mein junger Herr, wer seid ihr? Mich dünkt, ihr könntet. Dünkt. Du sauer? Sian, du sauer sein? Also, weißt du, seine Familie? Bla 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 bla. Verstehst du? Ach so. Gau frech war. Gau leid tun. Wie dem auch sei.
Zu zögern geziemt sich nun sicher nicht. Die Zeit drängt zu Taten. Ihr, mein junger Herr, dünkt mir ein exquisiter Weggefährte. Unsere Schicksale scheinen verbunden. Reist doch mit uns. Oh ja, Geschenk geben. Gau will Sian und Sabine Geschenk geben. Dank für lecker Mampf. Ist doch sicher ein nur Schrott. Nein, Schatz von Gau. Glitzer, Blitzer, Schatz. Wie? So glänzend? Dünkt, dünkt, Gau, dünkt, Glitzer. Dünkt, ist er da? Nicht ich. So funkelnd wie Panons Goldzähne? Lock würde sich nicht mehr einkriegen, wenn wir ihm das erzählen. Wer ist ein Lock? Lock böse? Schatz von Gau klauen? Lock, also der... Du hörst doch überhaupt nicht zu. Er scheint uns etwas mitteilen zu wollen. Ich krieg mich kaum ein vor Spannung. Also, spuckt schon aus, Kleiner. Hier sein, hier sein. Blitzer, Blitzer, hier sein. Wo Sabine stehen, Moblitz sein. Und wo Sian stehen, Ort, wo ihr angespült seid. Gau sein, Mundsichelberg, Mundsichelberg. Da Glitzer, Blitzer sein. Wohlan, so lasset uns eilen zu jenem Ort, den Gau Mundsichelberg nennt. Mann, oh Mann, ich hoffe, der hat keine Flöhe. Dünkt, du schnell kommen. Nix dünkt kleiner. Wenn du so weitermachst, dann hat es sich bald ausgedüngt. Naja, der Kobold kommt jetzt und er erklärt halt die ganzen Fertigkeiten, Fähigkeiten, wie man Gau einsetzt, was ich euch vorhin schon gesagt habe. Aber naja, ist recht witzig gemacht. Aloha, ein Kobold sich nie irrt, aus Gau ein großer Krieger wird, und zwar so. Erstens, Gau wird das Kommando anspringen erteilt, zweitens, dies ist nur auf dem besten Feld möglich. Nach einigen Kämpfen kommt Gau zurück und schließt sich den Gefährten wieder an. Gau, er beherrscht dann fast alle Attacken der Monster aus den Kämpfen, in denen er verschwand und wiederkehrte. Gau, genau. Gehen wohin genau? Über das Kommando Rage kann Gau die Anlernungskräfte-Technik ausführen. Jetzt aber nichts wie weiter im Abenteuer. Plumps. So, der Mundsische Berg ist gleich hier. Wie gesagt, ist kein Kontinent. Ist noch nicht mal ein Land. So riesig ist es nicht. Ist eher eine Insel. Aber im Gegensatz zu dem, was sonst in Final Fantasy, in das Final Fantasy 6 rumschwört an Land, kann man das schon mit als Kontinent nennen. Naja, okay. Hier sieht man dann Rage. Kann man hier Monster auswählen. Keine Ahnung. Ja, es ist der Kampf leider schon vorbei. Und bei Anspringen, dies ist nur auf dem besten Feld mit, wie gesagt, dann kann man neue Monster herbekommen. Oh, so ein Leuchtstädter, Sabine. Cian, dieses Glitzer-Blitzer-Ding, von dem Gau faselte, ist vielleicht hier. Nun denn, werter Gau, wo verbargt ihr den Schatz? Gau vergessen. Sollen wir suchen? Mich dünkt, uns bleibt keine Wahl. Hier ist nichts. Na toll, ein Potion. Ist das etwa der Schatz des jungen Herrn Gau? Was hast du, Gau? Ist da etwas? Gau! Ey, meine Börse, da waren 500 Gil drin. Gau, du Kleiner.
Gemach, Gemach, werde Sabine. Wir haben wirklich Besseres zu tun. Ist dies das Blitzer Blitzer, von dem ihr sprach, junger Herr? Schatz, das Schatz, wie bitte? Dieser Tand, ein einfacher Blecheimer, würde prima über deinen Kopf passen. Na klar, damit ginge es. Ich meine, damit könnte man vielleicht unter Wasser atmen. Auf geht's! Mal eine Leuchte, aber sonst ist er halt dumm wie Stroh. Ein gar unbändiger Strom, wo du recht hast, naja, wie auch immer. Einzig der Schlangengraben kann uns wieder mit den anderen zusammenführen. Auf geht's! Ja, schauen wir mal, was Gau Schönes kann. Ja, er hat leider jetzt nur normal angegriffen. Aber sonst macht er auch die Spezialfähigkeiten. Ja, und immer restlang. Weil dann gibt es ein paar Schätze, wie zum Beispiel ein grünes Berat. Mann, diese Qualle ist einfach übertrieben. Explosion. Weiter geht's. Wieder nach rechts. Da braucht ihr gar nichts zu ändern. Links ist gar nichts, da geht es einfach nur weiter. Also, da ist noch nicht mal. Mit Zwischenland, so wie wir gerade gesehen haben, dass man irgendwo laufen musste. Ja.
Folge ist schon über eine halbe Stunde lang. Aber wir werden auch bald zum Ende kommen. Und dann sind wir gleich in Ikea. Ikea brauchen wir nicht durchzugehen. Da gibt es nichts Interessantes. Naja gut, gehen wir mal kurz in die Bar. Da gibt es ein bisschen Story. Weil sonst würden wir hier gleich zum Schiff gehen und uns rüberschiffern lassen. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen, denn dann geht es gleich, dazwischen gibt es keine Möglichkeit zu speichern und halt die Folge zu beenden. Kennt ihr den komischen Alten, der in der Hütte am Unterlauf des Lethestroms lebt? Vor 13 Jahren bestellte man mich als Hebamme zur Geburt seines Kindes. Doch die Geburt stand unter keinem guten Stern. Die Mutter starb und der Alte drehte durch. Das Baby, noch rot vom Blute der Geburt, hielt er für ein Monster. Und ließ es allein in der Wildnis zurück. Das arme Ding hat sicher nicht lange überlebt. Ja, jetzt wisst ihr, was mit Gauk passiert ist, denn das war da die Geschichte von Gauk. Hey Süßer, trinkst du eine mit mir? Schmerz. Was fällt euch ein? Kennt ihr denn keinen Anstand? Hinfort. Jetzt sei doch nicht so verkrampft, Schnuckel. Entspann dich. Willst du mal Sender verstellen? Sender verstellen? Die weiß genau, wer ein leichtes Opfer ist. Also seid ihr etwa gefeit von ihrem Reizen? Die Früchte jahrelangen asketischen Trainings. Es quasselt doch nicht so viel rum. Ich weiß was viel Besseres. Unerhört. So etwas gehört sich doch nicht für ein Mädchen. Kennt ihr denn keine Scham und Zurückhaltung? Predigt, belehr, moralisiert. Oh, Sian. Ich glaube, in Ikea gibt es noch nicht mal ein Elixier. Was sagt denn eigentlich der Barkeeper hier? Naja, nichts Wichtiges. Naja, gut. Dann wollen wir mal die Story hier beenden. Oder gehen wir erstmal zum Kapitän. So. Wir können hier nur schnell speichern, aber das macht nichts. Dann sehen wir uns nächstes Mal. Und ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Ja, dann tschüss.